Okay, neues Rätsel. Darf ich jetzt hier auch wieder eine Willkürkombination rausfriemeln? Ohne Hinweis blöd, ne? Ich probiere mal dieselbe wie im Keller da. War das dann... Nee, das war dann du und du. Und es war richtig. hallo, wo ist die Truhe hängt auf der Fackel. Hallo? Das war jetzt sehr schlau. Kann es sein, dass die da runterkommt, wo ich gerade stehe? Was soll der Quark denn jetzt? Wieso kommt die auf der Fackel runter? Du hast deinen Spaß, ne? Meinst du mich? Ja. Nee, ach. Ich denke mir nur so, das ist halt manchmal scheiße programmiert auch irgendwie. Wie soll ich da rankommen? Ich kann hier nichts verschieben, nichts hinstellen. Ich kann die Fackel nicht verschieben, nicht kaputt machen. Wie soll ich an diese Truhe rankommen? Das ist ein beschissener Bug. Jedenfalls sieht es erstmal so aus. Aber kann mir nicht vorstellen, weil eigentlich, wenn es das wäre, dann wüsste man das ja. Ich probiere jetzt mal was anderes, weil ich habe noch eine andere Vermutung. Es kann auch sein, dass die Kiste einfach da runterkommt, wo man zuletzt anzündet. Dass man vielleicht hier einfach die richtige Stelle finden muss. Wie meinst du das jetzt? Wirst du gleich sehen? Ja, die kommt an bestimmten Stellen runter. Da, wo du zuletzt anmachst, da kommt sie runter. Aber kann man das irgendwie ausnutzen? Nein, weil das hier nirgends wie ein Schemel oder so, wo sie drauf fallen kann. Fällt immer auf die Fackel, das ist doch bescheuert. Du hast hier nichts irgendwo in der Nähe, wo du... Oder vielleicht höchstens... So. So käme ich vielleicht dran. Also ist quasi die Reihenfolge doch egal jetzt, wie du die anmachst, oder was? Ja. Die Reihenfolge ist egal. Das, was zuletzt brennt, bestimmt den Ort, wo die Kiste kommt. So, jetzt bin ich gespannt. Eine andere Idee habe ich nicht für diese olle Kiste. Oder kann ich vielleicht... Nee, ah, kann ich... Oh, ich kann mich halt draufschummeln. Ja, wenn ich da auf die Fackel springen kann, dann... Ich war doch gerade da oben drauf, jetzt verarsch mich nicht. Ich stand doch gerade da oben drauf. Nee. Also das ist schon wieder sowas, wo ich sagen muss, das muss nicht sein, sowas. Ganz ja, ehrlich. So toll die Rätsel im Spiel auch sind, aber sowas muss nicht sein. Da, ich kann ja definitiv drauf springen, aber... Von einer Fackel zur anderen springen? Geht nicht, das ist zu weit. Gut, dann habe ich nur noch eine Idee. Nach an den Scheiß. So, lassen wir mal gucken. Ich komme so da hoch. So, jetzt habe ich das Ding auf dem Kopf stehen. Und komm ran. Und es ist sogar Pflicht.
Also wenn es dafür jetzt auch nur ein Kraut gegeben hätte, hätte ich wirklich gefragt, ob die Nager ganz sauber sind, die Entwickler. Aber echt, ey. Also das ist ja also... So, aber dafür ist das Eckete clean. So kann man Rätsel auf eine komische Art schwierig machen. Also. Ja, das ist... Das ist einfach nur ekliges Design. Aber unnötig eklig. Sorry. Das ist nicht schön. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, also. So, aber dafür sind jetzt hier alle Wege durch. Gut, aber wir haben einen Schlüssel, das heißt, irgendwo haben wir noch eine Tür, ja. Eine Tür. Frage ist nur. Hallo? Ja, mir ist gerade mein Herz ja vom Kopf gefallen. Hat man gehört? Ja. Frage ist nur, wo, wollte ich sagen. Scheiße, wenn man ob das scheiß Kabel drauf tritt, ne? Tja. Was sagt uns das? Hol dir ein Funkheadset. Kabellos. Ja. Am nächsten Mal vielleicht dann. So, ich will noch mal aufs Dach. Du steigst nochmal da. Alandra aufs Dach, ja. Ja, das auch. Ja. Und zwar sowas von. Die Geschichte nochmal. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass diese komischen Schalter noch eine Bedeutung haben werden. Glaube ich auch nicht. Das ist einfach nur zum Trollen. Der Spieler soll hier überlegen, verzweifeln und... Ja. Das kann das Spiel ja auch ganz gut, die Leute trollen. Also. Ja, durchaus. Trollen und nerven. Ja. Aber wären die Rätsel halt nicht so gut. Och, ich sollte die Gegner vielleicht machen, ne? Dann müsste ich mich jetzt hier nicht so rumplacken. Scheiß auf die Gegner. Ich habe halt Angst, dass die mir jetzt in den Rücken fallen. So. Ta-ta-dam. Ab aufs Dach. Ah, nee. Doch, aufs Dach, genau. Gut, dann will ich da nochmal rein. So, weil jetzt ist hier der Weg offen. Wir können da raus. Da oben ist nichts mehr. Okay. Okay. Ah ja, andere Seite. Das heißt, wir kommen hier runter. Na toll, dann haben wieder mehrere Dinge zum Runterfallen, oder? Dann guck dir, geh noch ein Stückchen, vielleicht kannst du noch was sehen, wenn ein bisschen. Aber sieht alles gleich aus. Du könntest da, glaube ich, eh lang gehen. Du könntest da, glaube ich, eh überall lang gehen, also. Ja. Ja. Bei dem Spiel weiß man nie. So. Nächste Tür. Ja. Ein Verbindungsgang. Guck doch erst noch. Ah ne, da geht's nicht weiter rechts. Ne? Oder? Da geht's noch weiter. Ah, da geht's runter, ja. Hm. Aber jetzt geht's nicht mehr weiter. Hm. Okay, na denn. Hm. Gut. Dann geht's eben hier hoch. Alter, guck dir an, wie das hier verwinkelt ist. Aber muss schon sagen, vom Design her ziemlich nett anzuschauen. Oh. So, jetzt sind wir hier. Alter Witzka, wie groß ist denn das hier noch? Och nee, bitte nicht, ich muss hier wieder eine Klappe umlegen. Nein.
Vielleicht war das ja nichts. Sehr sinnvoll, ja. Ach, das wird mir wieder irgendwie einen Rückweg, also einen Durchgang erschließen. Da ritt schon mal auf. Hier nicht. Ja, weil du keinen Schlüssel mehr hast, deswegen. Meine Güte, muss sagen, das ist doch sehr übersichtlich, das Dungeon. Hängt noch ein Un mit dran. Unübersichtlich. Ja, das war leicht ironisch gemeint. Was muss ich hier tun? Danke, jetzt komme ich wenigstens mal wo drauf. Ja, aber es hilft mir immer noch nicht viel. Ich muss bestimmt den hier runterschieben und auf den Schalter hier platzieren. Ja, aber erstmal dahin kommen. Kann ich denn... Ne, ja, der geht im Ganzen kaputt. Wenn das ein Fass wäre und ich das Ding hier platzieren könnte, dann wäre das natürlich halb so wild, aber... Ne, das ist zu weit. Das Ding geht sofort runter. Was muss ich hier tun? Ich komme ja auch nirgendwo sonst drauf. Wenn ich da was anschlag? Okay, die kriegst du zumindest. Das bringt mir doch nichts. Ah, komm ich. Okay, hier käme ich hoch. Perspektive. Leicht dezent eklig. Na, mir ist es wieder so blöd, ne? Aber nach links schaust du, glaube ich, nicht. Nee. Aber selbst wenn, was wird's mir bringen? Weil da komme ich trotzdem nicht hoch. Nee, stimmt, da kommst du auch nicht dann. Ich muss nur irgendwie da hochkommen. Wie soll das gehen? Mal alles kaputt machen. Vielleicht ist da irgendwo was versteckt. Ach so, das Ding bewegt sich. Sag's doch gleich. Okay. Lass mir das Ding einfach mal fahren. Ja, so könnte ich aufsteigen, aber kann ich das Ding da unten irgendwie kaputt machen? Mit einer Bombe oder so? Nö. Nee, auf mich runterzuschieben. Das sieht ja aus. Aber was hat es jetzt gebracht? Im Endeffekt kommst du trotzdem nicht da drauf. Vielleicht müssen wir einfach nur schnell sein. Ah, verdammt. Ja, so schnell wie der fährt, bist du halt nicht. Doch, man muss nur schnell sein. Ah, super. Ich dachte gerade schon. Ja, die Idee war mal nicht uninteressant, aber wie? Und ich hätte das Ding hier runterschieben sollen. Ja. Scheiße mit Reis. Also nochmal. Du darfst den Spaß nochmal machen.
So, aber doch, jetzt geht's ja doch relativ zügig voran. So. Aber in dem Sinne, wenn man es weiß, eigentlich ganz easy. Ganz leicht. Das stimmt. Ganz ehrlich, ich habe echt härtere Rätsel erwartet. Aber das Ding will eigentlich jetzt nur mehr mit seiner Größe angeben. Kann ich dich dann nicht weiter rüberschieben? Doch. Dann gehst du mir mal... gehst du da runter? Gehst du da runter? Warte mal, aber ich komme hier runter. Das heißt, ich kann dich jetzt auch hier runterschieben. Komm schon! Nur noch ein Stückchen! Schwere Geburt. Und jetzt nochmal da hoch und... Jo, da waren es nur noch zwei. Das hat jetzt wieder länger gedauert. So, da hinten war ja eh zu. Es fehlt uns natürlich der Schlüssel für die andere Tür in dem Gang. Ja. Oh, aber ohne den? Lass mich nochmal kurz gucken. War da hinten wirklich nichts mehr? Nee. Menno. Es sind doch nur noch zwei Lichter. Weißt du, was natürlich fies wäre? Wenn hier so hinter dem Fass noch eine Kiste versteckt wäre und da der Schlüssel drin ist. Meinst du, das wäre ganz schön fies? Das wäre oberfies. Bezweifle ich, ehrlich gesagt. Die sind zwar extrem fies, aber so fies auch nicht. Wenn, dann ist da höchstens eine Kiste mit einem Kraut oder so. Gut, und das da unten das alte Gebiet. Da waren wir schon mal. Aber, auch hier müsste jetzt ja die Zeit wieder gehen. Das heißt, hier können wir jetzt auch neue Rätsel machen. Ja! Ah. Rätsel, da bin ich sowieso gleich dabei. Ich liebe die Rätsel in dem Spiel. Nur... Warum? Brauche ich wieder den Bogen? Ich glaube, ich brauche wieder den Bogen. Schieß! Schieß doch, ja. Na, die Sache ist, die Bogen fliegt halt weit und... Das ist das Problem, ja. Du musst drei müssen noch überbleiben in einer Reihe, das ist am besten. Jetzt sind's vier. Jetzt hab ich mir natürlich eine Lücke gemacht. Nee. Schieß doch. Ich will drei in der Reihe und nicht... Oh, weia. Das kann jetzt... Okay, das kann jetzt fies sein, ja. Das kann jetzt eine Ecke, eine Weile dauern. Meinst du? Ich geh mal hierher, da habe ich ein bisschen mehr Übersicht. Kann ich einfach so... Oh, da war es doch eben, ne? Der Einzelne da ist halt jetzt der Knackpunkt. Ja, der ist dann wieder zu viel, der Einzelne, ja. Das sieht gut aus. Try and Error. Sieht gut aus, ja. Jawohl, jetzt hast du es, wenn du es richtig machst. Ja. Okay. So viel dazu. Das war doch ein Schlüssel wert, oder nicht? Trotzdem, cooles Rätsel. Spiel, was machst du mit mir? App. Oh, da kann man sogar rüberspringen.
Da natürlich verbaut. Ups. Schnell hier hoch. Denn da drüben waren wir noch nicht. Ah, jetzt kommt hier der ganze Scheiß runter. Zwei Fässer, ein Schalter? Wozu die Fässer? Ja, gute Frage. Vielleicht brauchte man die. Brauchte man die. Ja? Brauchte man die vorher? Nee, ne? Nö. Siehst du, wir kamen hier so hoch. Und sonst? Ja, Vielleicht sind die besser für die beiden Schalter, aber das kann nicht sein. Ja. Kann man nicht mitnehmen. Okay. Wie kommst du da jetzt hinter? Frag ich mich auch. Vielleicht von oben musst du da runterspringen irgendwo. Möglich. Nochmal so eine Schose. Aber das kennen wir ja. Böhnchen, kommt mal her. Jetzt verarscht er das Spiel wieder. Das ist mein gutes Recht. Triff bitte, Alandra. Sonst glaube ich noch, das klappt nicht mehr. Und wie findest du derweil den Dungeon? Ja, doch, also eigentlich recht gut. Wenn auch ein bisschen weitläufig, aber. Bin arg weitläufig, ey. Haben sie sich schon was ausgedacht, auf jeden Fall, für den Abschluss. Also, ja. Yay, war das schwer. Ich bin beeindruckt. Überfordert mich nicht. Ach so, aha. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das war die zweite Tür, wo wir dachten, da wäre noch was. Das heißt aber auch, dass wir jetzt das hier unten aufmachen können und jetzt nochmal außen rumlatschen dürfen. Ja, weil es Spaß macht. Total. War ja gar nicht weit und so. Nein, ist ja nur einmal unten. Einmal ganz rum wieder, also ist auch nicht das Problem. Oh, es ist so billig. Ach, ja, alles klar, ja. Es ist so billig. Und Sesam, öffne dich. Komm, was soll das? Die Rettung hier sind voll easy. Was soll das? Ach, ich wüsste zu gern, wie ihr beiden euch, also du und Golo, euch hier angestellt hättet. Schlechter als du wahrscheinlich. Was sagt das doch nicht? Ich denke mal, euer. Ja. Problem war mehr, dass ihr so einen Dungeon nicht am Stück durchgezogen habt. Oder nahezu am Stück. Dann immer nur so drei Folgenweise. Und dann kann halt schon mal die Orientierung flöten gegangen sein. Ja, das stimmt. Das kommt natürlich dazu. Wir haben halt immer so drei Parts am Stück aufgenommen und dann. Man hat manchmal echt schon gemerkt, dass ihr nicht mehr richtig wusstet, wo. Ja, wo waren wir jetzt schon mal? Deswegen, ja, ich habe mir halt hier angewöhnt, Dungeons möglichst am Stück durchspielen. Und dann klappt das auch super mit der Orientierung. So, und ich hau jetzt einfach mal die Gegner um, weil. Ja, sonst macht der Raum keinen Sinn. Juhu, ein Schlüssel.
Ja. Wer wohnt hier? Die Gräfin, der Herzog, das Dienstmädchen? Der König. Okay, für den König sieht's nicht prunkvoll genug aus. Aber hey, die anderen hatten keinen solchen Tisch. Also, ja. Könnte schon sein. Ja, hast du eine Idee, was darum bedeuten könnte? Ja. Mir fällt nichts ein. Zu machen ist da nichts, also. Schieberätsel, schiebe die Stühle richtig. Stühle! Das Esszimmer! Das müsste doch jetzt auch was geben. Ah, stimmt, da war ja noch ein Rätsel. Mensch! Stimmt. Oh! Können wir das vergessen? Da war auch ein Hinweistext, den hattest du dir, glaube ich, sogar aufgeschrieben letztes Mal. Ja, ja. So, das war. Okay, ja, komm. Gehen wir hier runter. Hast du denn deinen Zettel noch? Och, jetzt sind wir hier hinten. Och, wie geil. Auch ein neuer Weg. Erst immer muss warten. Ja, Zettel habe ich, glaube ich, noch hier. Erstmal gucken, was jetzt hier so abgeht. Wahrscheinlich wieder irgendwas dahinter. Ja, auch okay, Gegner. Lauter, dumme. Bloß Gegner. Aber irgendwie brauche ich hier ein Trittbrett. Vielleicht muss den Raum wahrscheinlich doch nochmal resetten, wahrscheinlich. Kann man von der Statue auf das Ding springen, vielleicht? Immerhin geht so die Tür auf, wenn man alles umhaut. Ja, immerhin, ne? Aber da oben könnte ja ein Schlüssel sein. Also nochmal gucken. Ach, jetzt ist die Tür wieder zu, oder was? Nee, die bleibt offen. Okay. Okay. Aber wie soll ich auf die Statue kommen? Nee. Das ist schlecht. Und dahinter sind ja nur Gegner. Einzige Idee, man kann sich hier irgendwo von oben runterfallen lassen. Ja, ist eigentlich die einzige auch, was jetzt irgendwie Sinn macht, ne? Aber das haben wir bei der anderen auch gedacht und dann war es doch anders. Ist das nur ein Rundgang? Verschieben kann ich die auch nicht, oder? Nö. Wenn man hier irgendwo hochkäme, dann könnte man hier so über die Dinger drüber hüpfen. Und hier rüber. Oh. Aber. Alles nicht so, wie es soll. Ach, die Gegner sind weg. Ach, die Gegner sind sogar weg. Ja, auch nicht verkehrt. Keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Das muss jetzt leider wohl warten. Gab's hier noch was? Wozu war das Eck hinten bitte? Für die Truhe. Aha. Ja, bloß wie kommt man da dran? Ja. Ich habe keine Idee, darum setze ich's aus. Das muss warten. Das heißt, jetzt gehen wir in die Bibliothek, wollte ich gerade sagen, in den Esssaal. Hier ist die Bibliothek. Na, was willst du lesen? Nix. Och, kein Rembrandt, kein Van Gogh, kein... Halt, Van Gogh, Maler. Verdammt.